Wieder zurück mit The Legend of Zelda, A Link Between Worlds und auf der Suche nach, wie heißen die? Mai Mais, genau. So, uns fehlen noch zwei Stück. Und ich habe das Gefühl, dass wir sie hier in diesem Wald da finden werden. Und so wie es aussieht, ja, da wir den Schattentempel gemacht haben, oder Geistertempel, wie auch immer, sind da auch keine Wachsoldaten mehr. Und das heißt, wir können uns in aller Ruhe da umschauen, ob wir Mai Mais finden. Stirb. So. Wo könnten Mai Mais sein? Ich höre auf jeden Fall nichts. Nope, da ist nichts. Das ist der Tempel, also da ist bestimmt nichts drin. Und ich werde noch kurz speichern, habe nämlich vorhin noch nicht gespeichert. So. Gut, aber wie gesagt, da höre ich momentan nichts. Ah, Moment, vielleicht gibt es da irgendwie... Nee, da gibt es nichts. Schade, ja, man weiß ja nie. Gut, also da hinten hat es nichts. Dann hierdurch können wir, sehr schön. Naja, wir brauchen eigentlich gar keine Rubine. So, stirb. Es kann ja nicht sein, dass da nirgends ein Mai Mai ist, oder? Oder kann das sein? Also ins Wasser kommen wir nicht, das heißt, da unten gibt es auch kein Mai Mai. Wieso gibt es da keine Mai Mais? Kann mir das jemand sagen? Also wir haben jetzt hier alles abgesucht und da gibt es einfach keinen Mai Mais. Also ja, ja. Ja, vielleicht da unten irgendwo noch. Aber ich bezweifle es sehr. Nee, da ist hundertprozentig nichts. Ja gut, dann so wie es aussieht, gibt es da keine Mai Mais und das heißt, sie müssen da irgendwo da draußen sein. Autsch. Autsch. Ups, fail. Getroffen. Zack. So, mal sehen. Oder mal hören. Ja, ich höre eines. Ja, da oben ist eines. Oh, wie kommen wir da hin? Ah, geh weg. Okay, also das gefällt mir sehr gut. Die vier Dinge da. Also von links könnten wir irgendwo... Also so kann man leider nicht mehr in Gemälde rein. Ah, von hier aus sollte es gehen. Mal sehen, mal sehen. Jupp. Gut, dann fehlt uns also nur noch ein Mai Mai in diesem Gebiet. Und ja, uns fehlt nur noch eines. Mal sehen, was wir da drin haben. Ich denke nicht, dass ich da war. Eine Fee. Ja, wenn du willst, kannst du mich heilen. Dankeschön. Ich weiß, war nur ein halbes Herzchen, aber besser als gar nichts, oder? Ja, ist doch so. So, also, uns fehlt in diesem Gebiet nur noch ein Mai Mai. Aber wo finden wir dieses? Da unten ist ja nichts. Außer Hyrule natürlich, aber... Ja. Und dann nach oben kommen wir nur wieder in die Schattenwelt. Ich glaube... Nee, da ist nichts. Da wäre auch nichts. Keine Ahnung. Egal, kommen wir gehen nach Hyrule und erkunden uns einfach da mal ein bisschen. Und dann würde ich meinen, einfach im nächsten Part gehen wir zum Skelettwald. Ach ja, und vorhin graden wir noch unsere Items ab, logischerweise. Da oben wird ein Mai Mai sein. Da kommen wir wahrscheinlich wieder genau gleich hin wie in Lorule. Das heißt, wieder dahin und darüber.
Komm schon her! Yay! Wie viel haben wir jetzt? 75? Also mein Ziel ist bestimmt noch 80 zu erreichen in diesem Part. So, und auch in diesem Gebiet fehlen uns nur noch eines. Also fehlt uns nur noch eines. Ja. Und ja, allgemein fehlen uns eh nicht mehr allzu viele. Maximal gibt es ja 100 Stück und wie viel haben wir? 75? Ja. Irgendwie so. Aber dieses eine Stück, das wir da noch gebrauchen, wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu finden. Höchstens ist es ist in einem Baum drin. Das könnte noch gut möglich sein. Zack. Zack. Nee, schade. Moment, wir checken dazu erst einmal ein bisschen mehr ab, was rechts alles ist. Und dann gehen wir nach links rüber. Und ich denke nicht, dass die Maimais da in Höhlen versteckt sind, sondern die sind wirklich eher draußen. Du kannst mich mal. So, da kommen wir rüber. Vielleicht ist ja da irgendetwas Interessantes. Da unten gibt es einen Schatz. Sehr schön, sehr schön. Kommen wir aber so nicht hin. Du kannst mich mal. Kommen wir so dahin? Ja, das funktioniert. Und wir haben 100 Rubine. Sehr schön. So, und darüber kommen wir leider nicht. Da. Ich höre, dort ist es. Ich habe es gefunden. Wie kann ich es holen? Wie zum Teufel komme ich da hin? Ach so. Hä? Egal. Habe ich mich nicht schon öfters gefragt, wie ich da hinkomme? Ich glaube eigentlich schon. Oh oh. Aber ich glaube einfach, dass ich verwirrt war und dann wurde nichts daraus. Moment kurz. Ja, in diesem Gebiet dort finden wir 5 Stück. Also bei meinem Haus eben. 5 Stück ist eine gute Zahl. So, bring uns mal zu meinem Haus. Mal sehen, was wir da überall so finden. Vielleicht hat ja Ravio irgendeinen Tipp für mich oder er gibt uns irgendwas. Wer weiß. Mal sehen. Willkommen zurück, kleiner Held. Auch wenn man den ganzen Tag nichts tut, wird man hungrig. Das ist eine revolutionäre Erkenntnis. Vielen Dank, kleiner Held. Ja, wenn du meinst. Auf jeden Fall suchen wir weiterhin nach Maimais. 5 Stück gibt's da, wie schon gesagt, und die können überall sein. Sie können in diesem Baum da sein. Sie können aber auch in diesem Baum da sein. Oder vielleicht in diesem Baum. Nee, nicht, ja, nee, da in diesem Gebiet haben wir schon alle. Gehen wir einfach zuerst einmal da nach oben links hin. Ah, ich höre eines. Wo ist es? Vielleicht irgendwo in einem Baum. Mal sehen. Jetzt höre ich es plötzlich nicht mehr. Im Wasser sehe ich nichts. Hä? Wo ist das Scheißteil? Es ist ganz in der Nähe. Hä? Vielleicht da drüben irgendwo. Wo? Zum Henke? Aua, ist der Maimai? Alter! Naja. Egal. Finden wir den eben nicht. Hier höre ich auch schon einen. Ja. Sehr schön. Also uns fehlen nur noch 4 in diesem Gebiet. Und noch 3 für ein neues Item. Beziehungsweise für ein stärkeres Item. Zack. Wir können ja 2 upgraden. Also wenn wir 80 haben. Und dann werde ich den, ja, wir können noch 2 upgraden, kann das sein? Den Boomerang und den, nee, wir können noch 3 upgraden, okay.
Oh, Moment mal, wo bin ich denn hier? Ich bin wo ganz anders. Aber ja, ich kann ja auch hier mal ein bisschen nachsehen, wo es ein Maimai gibt. Da unten auf jeden Fall nicht. Im Skelettwald gibt es noch zwei Stück. Zack, ouch. Ja, wir können von mir aus in den Skelettwald rein, obwohl ich keinen Bock habe. Nee, komm, lassen wir das mal. Gehen wir lieber darauf und sehen nach, ob es da oben noch ein Maimai gibt. Ihr könnt mich alle mal... Mann! So, also ich höre nichts, ich sehe nichts. Gehen wir von mir aus in den Skelettwald rein, komm. Spielt ja keine Rolle. Ah, hier ist vielleicht einer. Nope. Schade. Hier ist vielleicht... Ah, ein Schatz aber. Stirb. 100 Rubine. Ne, nur 20. Ja, okay. Von mir aus, da ist vielleicht einer. Nope. Und da kommen wir nur dorthin. Also, da ist nicht viel. Da unten meine ich. Also gehen wir da mal nach links. Ah, hier ist etwas. Ach, nur Herzen. So, vielleicht ist da etwas im Baum. Nope, auch nicht. In dem vielleicht, Moment. Auch nicht. Ja, schade, ne? Schade. Ich höre etwas. Da ist nichts. Moment. Da ist es wahrscheinlich. Nee. Da? Ja, okay. Jo. Fein. Also noch zwei Stück fehlen uns. Ah, und noch eines in dem Skelettwald. Also das gehört ja eigentlich theoretisch gesehen auch noch zum Skelettwald dazu, da wo ich jetzt bin. Aber ist auch irgendwie noch Kakariko. Vielleicht sind wir ja da den letzten. Da drin vielleicht. Ach, schade. Ja, dann gehen wir ihn mal mitten rein. Aha. Ah, nee, ich... Also wenn wir in den Skelettwald wollen, in Lorul, um in den Tempel zu gelangen, dann wissen wir ja jetzt, wo wir hin müssen. So, aber uns fehlt immer noch ein Maimai hier in diesem Gebiet. Ich habe keine Ahnung. Ah, hier ist... Nee, da war ich schon. Ja. Da... Wie komme ich da rüber? Ah, kommen wir mit dem Enterhaken? Ja, doch. Wir können zum Baum. Und ist da vielleicht noch etwas drin? Nope. Aber da oben könnte noch etwas Interessantes sein. Wer ist denn das? Plaudertasche. Hihihi! Link! Sich mit der Kette zu mir rüberzuziehen, das hat sicher Spaß gemacht. Ja, wie man es nimmt. Hihihi! Link mit seinem Schwert. Ein Bild von einem Abenteurer. Wenn du meinst. Ja, und was ist jetzt da drin? Da gibt es doch bestimmt noch irgendetwas Interessantes, Mann. Vielleicht so oder so. Nope. Das kann ja nicht sein, Mann. Nö. Ah. Oh, du gehst schon? Dabei könnte ich dir noch so viel erzählen. Ja, echt? Bist du also neugierig? Ja, schon. Hihi, also doch. Du liebst Gerüchte so sehr wie ich. Dann habe ich dir so einiges zu erzählen. Der alte Mann. Hihihi, du willst wissen, was der Streetpass-Onkel so viel Geheimnisse hat? Hihihi, da brauche ich dir gar nicht mal ein Gerücht zu erzählen, denn ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Eines sollte ich den Mund halten, wenn mir mein Leben lieb ist. Andererseits bekomme ich dadurch erst richtig Lust, dir alles zu erzählen. Um mein Glück nicht herauszufordern, werde ich es ganz kurz halten. Der alte auf dem Platz in Kakariko, er ist schon 80 Jahre alt, aber er ist kein gewöhnlicher alter Mann. Vor einer Weile habe ich den Alten in aller Frühe in Kakariko bemerkt. Und rate mal, was er getan hat. Rumgespielt? Okay.
Ja, genau. Er hat so getan, als wäre er ein Huhn und es ist mit den anderen Hühnern herumgetollt. Klar, das macht doch jeder mal. Hi, nein, das war das natürlich nicht. Hä? Handstand auf einem Finger, Liegestützen auf einem Finger. Er scheint ein großes Geheimnis zu verbergen. Aber mehr will ich nicht sagen. Zu gefährlich. Wenn du meinst, ja, dann gehen wir jetzt einfach mal raus. Da drin ist nichts Interessantes oder nicht weiteres, was interessant ist. Ja, naja. Uns fehlt immer noch ein Maimai in diesem Gebiet. Moment mal, hab ich da gerade etwas gehört? Nee, ich glaube, das waren nur Halluzinationen. Na gut. Ich höre. Ah, da oben ist es. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Da oben ist ein Durchgang. Kommen wir von hier aus dort rein? Mal sehen. Ja. Sieht ganz danach aus. Zack. So, dann haben wir also in diesem Gebiet auch alle Maimais bei. Oh, tut mir leid, beisammen. So, sehr schön. Uns fehlt noch eines, bis wir upgraden können. Und wir gehen jetzt ja wieder mal zu meinem Haus. Da fehlen uns immer noch 4 Stück. Wir sind ein bisschen vom Weg abgeschweift. Naja, egal. Wir haben jetzt ja beim Skelettwald auch mal alle Maimais gesammelt und ja, jetzt fahren wir einfach mal da wieder fort hier. Zack. So, ich habe einfach mal das Gefühl, dass es hier in diesem Gebiet noch viele Orte gibt, wo wir mit den Titanhandschuhen große Steine heben können. Da im Wasser ist leider kein Maimai. Moment. In diesem Gebiet, wo ich jetzt gerade bin, gibt es eh kein Maimai. Also gehen wir also darüber. So, also ab hier gibt es 4 Stück. Stehe. Wo genau die 4 Stück sind, weiß ich natürlich nicht. Aber ich habe so das Gefühl, dass sich hier irgendwo noch einer versteckt. Aber ja, ich höre eines. Wahrscheinlich wird es da drin. Ja, da oben ist es. Okay. So. Wir haben also 80 Stück. Das gefällt mir natürlich sehr. Und es fehlen uns noch 3 Stück in diesem Gebiet. Stirb. Also, wir werden noch das Gebiet ein bisschen durchsuchen. Und falls wir nichts finden, dann gehen wir zu der Maimai-Königin und fordern unsere 2 abgedateten Items. Da ist nichts drin. Da auch nicht, schade. Da vielleicht? Nope. Gehen wir eben mal. Ah! Genau, hier gibt es noch ein Maimai, das weiß ich. Ja, machen wir einfach mal mit. Wir müssen ja nicht Rubine sammeln, wir wollen einfach das Maimai holen. Das habe ich in einem Video gesehen, zufälligerweise. Und ja, jetzt habe ich es gerade bemerkt. Soviel ich weiß, ist es da unten irgendwo. Genau. So, gib mir das. Vielleicht gibt es ja noch mal eines. Weiß es nicht. Wir können da einfach mal ein bisschen rumsehen, aber es sieht nichts so aus, als wäre da etwas. Auch da nicht. Gut, dann gehen wir einfach mal wieder zurück. Ich glaube, die Zeit spielt überhaupt keine Rolle. Das Maimai gehört so oder so uns. Ja, wir hätten aber eben noch Zeit gehabt, aber spielt ja auch keine Rolle. Ja, von mir aus, also Gewinn haben wir bestimmt nicht gemacht, aber wir haben ein Maimai und das ist ja schon Gewinn genug. So, hier fehlen uns noch 2 Stück. Wo könnten die denn sein? Ah, eben Kakariko. Hier irgendwo gibt es noch 2 Maimais. Ich höre eines. Ich höre es ganz deutlich. Entweder ist es da hinten im Haus drin. Also drin, eben hinter dem Haus. Eben.
Hose vielleicht da? Nee. Da könnte es noch sein. Ah! Das ist ja Sand. Mit Sand kann man das machen. Tada! Komm wieder runter. So. Und jetzt fehlt uns da nur noch ein Stück. Und ich habe so das Gefühl, dass der in einem Baum drin versteckt ist. Aber ja, keine Ahnung. Mal sehen. Da drin könnte er sein. Nee, da ist nur eine Fee. Zwei Schilder, okay. Friedhof und Palast. 304, der hat 20 Medaillen. Das werden wir natürlich noch machen, aber nicht in diesem Part, sondern im nächsten, bevor wir zum Skelettwald aufbrechen. Aber, naja. Ah, Moment, die nehmen wir doch gleich mal mit. Na gut, egal. Das, was sich da versteckt, das meine. Was werden wir sonst irgendwann mal holen? Aber fürs Erste gehen wir zurück, graden zwei Items von uns ab. Auf. Und dann beenden wir den Part. Und im nächsten Part, sage ich jetzt schon, werden wir die zwei Schattenlinks da besiegen. Oder vielleicht werden wir auch verlieren, kann natürlich auch sein. Aber wir werden sie einfach mal bekämpfen. Du bringst ja meinen Nachwuchs mit. Ja, hier. Uns fehlen noch insgesamt 18 Stück. Und jetzt können wir zwei Items upgraden. Bei 90 können wir noch einmal eines upgraden. Also eben unsere drei Items können wir noch upgraden. Alle drei. Und bei 100 werde, glaube ich, upgraded. Der Boomerang ist stärker geworden. Heftig. Ja, den setzen wir eigentlich eh nicht ein, aber den Tornado-Stab setzen wir noch weniger ein. Weniger oft. Ja, bis gar nicht. Und jetzt werden wir den Sandstab upgraden. Mal sehen, was da passiert. Ich meine, den kann man ja nur aus Sand benutzen und das ist ja eigentlich schon langweilig und nicht sehr nützlich. Vielleicht kann man jetzt, wie ich schon einmal erwähnt habe, auch Gras und solches auferstehen lassen. Mal sehen. So. Gut, mal sehen, was mit dem Sandstab passiert. Ah, oder wir können vier Felder. Nee. Es bleibt bei 1. Aha. Nee. Jetzt weiß ich, was upgraded worden ist. Wir konnten, wenn es nicht Sand gewesen ist, nur ein Feld so etwas machen. Aber jetzt können wir das in einer ganzen Reihe machen. Und das ist sehr nützlich eigentlich. Das heißt, wir können so viele Gegner in einer Reihe betäuben, wie wir wollen. Okay, nicht so viel. Aber ein paar auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall werde ich den Part mal hier beenden. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Haut rein, Leute!